Nimm das Ding erstmal mit. Da oben war noch ein Plan, da darf ich nicht vergessen. Ja, dann kommen wir alle mit. So, warum auf ihn? Oh oh, oh oh, oh oh. Huh. Komm zu mir. Ich zieh weg. Schön. Oh, wo ist mein Propantank? Da. Nein. Ich wusste, der hebt den Helm auf. Schnell weg hier. Ich habe meine Ampel da irgendwo verloren. Lass doch nicht alles fallen. Ich habe doch noch nie mal was gemacht, was fallen gelassen zu haben. Dingens. Ich komme mit der Steuerung, klar. Okay. Propangas-Tank, Ampel. Und ich kann das nicht kombinieren? Das war doch Propangas-Tank, oder nicht? Propangas-Kanister. Und der Elektrostab. Ach so. Das heißt, wir müssen erst den Elektrostab bauen. Da ist der. Batterie und Ampel. Boah, die Zombies gehen mir so auf den Sack. Ach, komm schon. Komm schon, Nick. Lauf. Die Hände nicht frei. Lässt er die Ampel fallen? Naja, die können wir nicht mitnehmen. Die packt er nicht ein. Aber so ein Hammer, den kann er mitnehmen. Okay, nehmen wir Batterie mit. Nix wie weg! Du, 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 Batterie. Mitnehmen. Schon ein Trinken. Fuck, ich muss die Ampel zum Schluss aufheben. Das ist echt ein Mist mit der Steuerung, ohne Mist. Da müsst ihr selber gespielt haben. So, jetzt kombinieren. Mario, was für eine Qual. So. Nervige Viecher. Jetzt den komischen Tank. Elektrofeuerstab. Boah, ich kann damit schießen. Boah, wie stark ist das Ding denn? Das mache ich nochmal. Boah. Oh, wir können sogar schießen. Ey, das hat sich gelohnt. Was bist du denn? Body Slam. Okay, wie wär's mit den Haftbomben? Kann ich die aufheben? Jo. Hab ich irgendwo fallen gelassen. Haftbombe, Haftbombe. Hm, wie lange irgendwo? Aber ist egal, wir gehen weiter. Fucking finally, ey. Die Steuerung ist echt zum Kotzen. Dieses Aufheben und liegen lassen und was nicht alles. Shit, jetzt fällt mir gerade auf, ich habe da so eine Kombi liegen lassen. Die müssen wir noch eben holen. Haben wir die meisten Zombies hier gekillt. Nieder mit den Zombies mit der brennenden Ampel. Dann gucken wir mal, wie wir durchkommen. Ah, hier lang. Oh, klar fällt er da runter.
Super tolle Steuerung. Vorsichtig, ganz vorsichtig. Jep, jep, jep. Vorsichtig. Ja, du fällst hier gleich wieder runter. Okay. Sprengbogen. Na, der könnte nett sein mit dem römischen Licht und der Armbrust. Ich habe sogar noch Platz für eine weitere Waffe. Römisches Licht. Armbrust. Na klar, fällt mir das Ding runter. Egal, wir müssen da hin. Bauen, bauen, bauen. Jawohl, ja. Jawohl, ja. So, jetzt haben wir ordentlich aufgestockt. Und rein da. Na, lange hält das Ding nicht mehr durch. Da können wir knicken. Boah, sind hier viele. Da ist wirklich die ganze Stadt kaputt. Wie? Die Viecher bedrohen? Wow! Holy shit! Wo ich rausgesprungen bin. Wo ist mein Sprengbogen? Oh, was ist los, Kenny? Hey, hey, hey! Wieso gehst du so hart mit dir ins Gericht? Es ist Hoffnung. Ach du Scheiße! Ich wollte doch nur einmal was Gutes tun. Aber ich konnte nicht. Und jetzt sind alle tot. Diese Zombies sind wirklich zäh. Du hast bestimmt dein Bestes gegeben. Ich bin nutzlos. In meinem Kopf vollbringe ich das Unmögliche. Aber im wahren Leben bin ich eine Niete. Ja, schön. Was willst du jetzt? Hey, man kann die Zombies besiegen. Man kann ihnen entkommen und sie sogar töten. Wie das? Das sind Zombies. Ganz ruhig, Kumpel. Beruhig dich und ich zeig dir ein paar Tricks, wie du Zombies töten kannst. Man kann die Zombies besiegen, ja klar. Dann zeig mal, wie du die Biester ohne Waffe erledigst, Schlaumeier. Kein Problem, ich gebe dir einen Body Slam. Mit unbewaffneten Spezialmoves. 5-mal. Das geht. Na, dazu muss ich eine Waffe fallen lassen, glaube ich. Den holen wir gleich ab. Ich muss erstmal die Kombos aufmachen, dass ich überhaupt die Spezialaktion machen kann. Ah, muss ich 5 verschiedene machen? Das ist mies. Boah, der hat genug. Nix da. So, jetzt mal die Killserie aufbauen. Holy shit. Okay, jetzt unbewaffnet. Alles klar. Fuck, die Viecher töten einen noch. Das wird nicht so schnell. Erstmal Appa Appa. Tja, sorry Kenny. Kann ich aber leider nicht grillen. Einfach freikämpfen.
Ist ja nicht mehr weit. Scheiß Karre ist mir in die Luft geflogen. In der Werkstatt steht natürlich nix. Nimm gerne die brennende Ampel wieder. Brennende Ampel auf Doom. Jetzt habe ich wieder Elektro, der Wechsel gemacht. Ja, hier ist gut. Was ist... Nick? Baby. Oh Gott, du lebst. Du hast Zombrex. Ich schaff das. Keine Sorge. Gott sei Dank, Baby. Wir brauchen Hilfe. Ein Fehlschlag. Sie braucht mich. Ich habe die Jungs enttäuscht. Desertiert, Mann! Yeah! Weißt du, was die mit Verrätern machen? Nein, Mann. Was? Oh, Mann! Halt's Maul. Er ist ein alter Freund. Wir waren zusammen im Kinderheim. Das ist schräg. Ihr habt fast dasselbe Tattoo. Ja. Ich weiß nicht, was es bedeutet. Wir hatten es schon immer. Man muss es reparieren. Vielleicht fehlen ein paar Teile. Ich seh's mir an. Zum Teufel, wo finden wir Benzin? Tja, eigentlich... Gibt's eine Spur? Vielleicht. Ah, da war so ein Kerl. Er sucht nach Annie, glaube ich. Er gibt mir Benzin, wenn ich sie ihm bringe. Ha! Das ist doch toll. Eine Win-Win-Situation. Außerdem hat es diese Kleine echt nicht anders verdient. Ja, aber... Hör zu. Sie haben ein paar Verstecke. In der ganzen Stadt. Ein großes davon soll wohl in Sunset Hills sein. Achte auf dieses Graffiti. Das zeigt, die Gegend stimmt. Ein Zeichen, dass das eine sichere Zone ist. Such einfach weiter. So findest du sie bestimmt. Das kommt mir echt wie ein mieses Ding vor. Ich weiß, sie ist echt süß und so. Aber unsere Ärsche zu retten ist wichtiger, als sie flach zu legen. Ich suche sie. Na, hört sich super an. Dann gehen wir mal auf die Suche. 1,3 Kilometer weg, das ist weit. Sprengfleisch. Nicht so interessant. Ich will über die dicken Nahkampf um. Tennis-Outfit. Perfekt. Der Schläger passt auch halbwegs dazu. Moment, ist doch nur so eine dämliche Statue irgendwo. Da steht die. Und weg hier. Bräuchte ein Gefährt. Ich hab nix. Ich hätte mir die Walze holen sollen. Wo bin ich überhaupt? Da unten. Die Walze ist da oben. Ne, hier oben. Das heißt, mehr von der Karte wurde aufgedeckt. Fuck, ich wette, die Walze steht da nie mehr. Boah, voll ramponiert. Das Ding fliegt doch gleich in die Luft. Komme ich da jetzt so einfach hin zu der Walze oder ist da wieder alles gesperrt? Hier dürfte auch sicher eine Straßensperre sein. Ja, das ist alles dicht. Da muss man so einen riesigen Umweg fahren. Aber mit dem Ding wollen wir so gut vorankommen. Ah, fuck it. Lang hält das Ding auch nicht aus. Das Ding ist durch. Yep, sowas von. Okay, mit Vollgas aus der Stadt. Oh, das Ding gefällt mir. Hoffentlich ist das nicht nur ein normales Gefährt.
weg von meinem Auto!